Hey Leute, ihr wolltet ein bisschen was zu meiner Geschichte wissen. Ja, die mich nicht kennen, die mich nicht seit Anfang an verfolgen, die wissen vielleicht auch nicht, wie schlecht es mir mal ging. Und ihr wollt wissen, warum ich das mache, was ich mache und wie ich dazu kam, weil ich meine Erfahrungen habe, wo ich mein Wissen gesammelt habe, und warum es mir heute so gut geht. Und ja, ich sag mal, bis zu meinem Anfang der 20er, 22. Lebensjahr ging es mir super. Ja, so wie es mit Menschen heutzutage geht. Ich hatte keine Beschwerden in irgendeiner Art und Weise, woran ich mich jetzt irgendwie erinnern könnte. War einfach ein ganz normaler Typ, sozusagen gesundheitlich. Ich habe trainiert, ich habe mich bewegt. Also ich habe Kickboxen gemacht, ich habe Krafttraining gemacht, ich war laufen, habe mich in vielen Richtungen ausprobiert, habe Calisthenics mal probiert, habe das probiert und das. Und ja, mir ging es an sich gut. Aber heute weiß ich, dass es mir heute viel besser geht. Und dass ich den Zustand damals, was halt vielen Menschen so geht heutzutage, nicht mehr jetzt, ja, so gut bezeichnen, wie ich es damals wahrgenommen habe. Und habe damals aber auch auf nichts geachtet. Also ich habe mich teilweise versucht, dann später schon ein bisschen bewusster zu ernähren, mit weniger Fleisch und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich lange Zeit eine Mülleimer-Diät gehabt. Und mit Anfang 20, also als ich 22 war, kam die Diagnose. Mir ging es aber schon vorher. Ja, ich sag mal, Anfang, ja, gerade als ich frisch so 21 Jahre alt war, wenn ich mich recht entsinne, 22 so rum, als ich frisch 22 war sozusagen, hatte ich die ersten Symptome. Und das hat sich eben geäußert in blutigen Durchfall, in fiesen Krämpfen im Unterleib. Ja, einfach so eine Abgeschlagenheit, weil ich einfach natürlich immer Schmerzen hatte und musste oft auf Toilette und wusste aber nicht so richtig, was das ist und hatte natürlich damals noch keine Ahnung, was mich in den nächsten Jahren erwartet. Und nachdem ich dann eben bei ein paar Ärzten war und so weiter, hatte ich dann, ja, Anfang 2016 war das, Mitte 2016 kam, glaube ich, dann die abschließende Diagnose, eine Darmspiegelung bei vollem Bewusstsein, habe mir also angeschaut, was ist da in meinem Darm? Also da wurde mir eine Sonde eingeführt und da war dann eben der, ja, Darm zu sehen, der Dickdarm. Und dann wurde eine Probe entnommen von einem Teil der Darmwand sozusagen. Das habe ich auch gesehen, wie quasi so ein Greifarm ein Stück von meinem Darm abgezwackt hat. Das wurde ins Labor geschickt und da wurden eben erhöhte Entzündungsmarker und so weiter festgestellt. Und ja, dann kam die Diagnose Colitis ulcerosa. Und da habe ich mich natürlich erstmal mit beschäftigt, was ist Colitis ulcerosa. Habe natürlich im Internet direkt gelesen, er ist nicht heilbar und so. Ist total die fiese Krankheit und da kommst du nicht mehr raus und sowas. Manche haben das 40 Jahre lang und ihr Leben ist scheiße. Und ja, das hat mich dann natürlich ziemlich rausgerissen aus meinem Leben. Und ich wollte ja immer der Gesunde sein. Also ich habe damals auch in einem Fitnessstudio gearbeitet, weil ich mich damals für Gesundheit auch interessiert habe schon. Und war im Endeffekt aber der Kranke. So. Und das ist natürlich der Lebenswandel, beziehungsweise der damalige Lebensstil aus meiner Sicht sehr stark verantwortlich. Ganz, ganz viele Schlüsselmomente in meinem Leben, dass ich halt von klein auf schon in einer sehr stressigen Umgebung war aus meiner Wahrnehmung. Von klein auf natürlich ein unnatürliches Leben gelebt habe. Ein, ja, modernes Leben mit industriellem Essen. Also es gab auch gutes Essen in der Kindheit, ja, aber die Mehrheit der Sachen war halt einfach verarbeitet. Und ja, das war so einfach dann der krönende Abschluss. Also ich habe mich von meinem familiären Umfeld getrennt, ich habe mich von meinen Freunden getrennt, bin in eine neue Stadt gezogen, die jetzt auch nicht mega weit weg war, aber natürlich jeden Tag erstmal im Beruf drin. Ich habe neue Sachen gelernt, habe mich viel damit beschäftigen müssen. Ich habe jeden Tag viel trainiert, mich viel bewegt, zu viel schon für meinen damaligen Zustand einfach. Habe Rückenkurse gemacht, habe Ersatzkurse gegeben, also alles auf einem sehr, sehr, sehr einfachen Niveau damals, weil ich das ja alles erst gelernt habe. Habe Fahrradkurse gegeben, mit Senioren, habe ja, genau auf der Trainingsfläche gestanden und habe, ich sag mal, viel vorgehampelt auch. Und das war einfach zu viel für mich. Und dann wollte ich noch Kickboxen machen, wenn ich mal in meiner Heimatstadt war. Dann wollte ich noch Calisthenics trainieren mit den Leuten dort vor Ort, die übrigens deutschlandweit eine sehr krasse Truppe sind. Dort in Dessau habe ich damals gelebt. Und ja, das war einfach zu viel. Scheiß Schlaf, überarbeitet, nur Stress, künstliche Umgebung, ja, scheiß Essen und so weiter. Und einfach totaler Stress in meinem Kopf auch von der Psyche.
Und mit der Krankheitsdiagnose habe ich mich natürlich erstmal sehr stark damit identifiziert. Ich war dann quasi der Kranke, der Unheilbare für mich und damit hatte ich natürlich lange Probleme. Also ich hatte dann jahrelang, 4,5, fast 5 Jahre mit dieser Krankheit zu tun und bin jetzt, ja, jetzt aktuell Frühjahr 2022, kann ich sagen, ich bin seit 2 Jahren symptomfrei, bin gesünder als vorher, bin dankbar, dass ich die Krankheit hatte, auch wenn es eine mega Scheißzeit war. Und ich mich auch nicht mehr wirklich da hineinversetzen will und es auch gar nicht mehr mir vorstellen kann, dass das 4,5 Jahre waren, weil die 2 Jahre jetzt danach sich einfach anfühlen, wie es ist einfach eine ganz andere Zeitwahrnehmung. Ja, also es passiert viel, viel mehr in diesen 2 Jahren, sodass die sich anfühlen, als wären es eigentlich 10 Jahre. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf diese 4,5 Jahre Krankheit, dann habe ich das Gefühl, das ging sehr schnell vorbei. Aber damals hat es sich natürlich angefühlt wie so ein Kaugummi, der sich mega zieht und ich halt quasi da festhänge. Und im Endeffekt, ich war halt 30, 40 Mal am Tag auf Toilette, hatte Blut im Stuhl, ich hatte schwere Krämpfe, es war natürlich von außen nicht sehbar. Also mir hat kein Arm gefehlt oder ich hatte kein amputiertes Bein oder irgendwas, was man von außen sehen kann. Und das ist natürlich für die Mitmenschen auch schwer, das dann zu realisieren, dass ich selbst krank war. Und ich wollte auch nicht eben das quasi auf den Rücken binden, zu sagen, hey, ich bin hier der Kranke, hab Mitleid mit mir. Ich wollte ja quasi das für mich behalten, weil mich das selber irgendwo auch beschämt hat, dass ich krank war. Und natürlich sowas wie Toilettendrang. Also ich hatte auch Durchfall und konnte das teilweise nicht mehr halten. Ja, mit Mitte 20 habe ich mit meiner jetzigen Frau, damals noch Freundin, wir hatten schon Windeln zu Hause, ja, die hat sie von Arbeit mal mitgebracht, weil ich schon bereit war, fast bereit war, mir Windeln anzuziehen, weil ich unterwegs teilweise wirklich meinen Stuhl nicht mehr halten konnte. Und ich war so krass entzündet im Darm, dass das halt alles nur noch eine Last war für mich. Und diese Themen aber natürlich äußerst peinlich sind für viele Menschen nach außen hin. Und das dann versucht wird, irgendwie unter den Tisch zu kehren und da nicht drüber zu sprechen. Deswegen habe ich das immer in mich reingefressen. Den Schmerz in mich reingefressen, habe mich auf der Toilette quasi versteckt, war viel Zeit einfach nur im Badezimmer und habe, also immer wenn ich irgendwo los bin, habe ich natürlich immer im Hinterkopf gehabt, wo ist eine Toilette, wo kann ich auf Toilette, wie geht das und so weiter. Und da gab es auch mal ein lustiges Ereignis in Frankreich, da war ich auf einer öffentlichen Toilette mit meiner Freundin damals, jetziger Frau, und ich wollte halt einfach nur aufs Klo. Und es war halt so eine automatische Tür und irgendwie, keine Ahnung, musste da irgendwie Geld rein, dass das funktioniert, dass es das nicht wieder aufgeht oder so. Irgendwie haben wir es nicht hinbekommen und dann war ich halt mitten dabei, mein Geschäft zu machen und auf einmal ging die Tür auf und alle Menschen, ich gucke so auf alle Menschen so, toll, ich sitze gerade so auf dem Klo und die Leute sitzen so in ihren Cafés und trinken so ein bisschen Kaffee. Das war ein bisschen damals auf jeden Fall nicht so lustig, aber im Nachhinein schon sehr ulkig. Ja. Und dann habe ich eben versucht, meinen Weg zu finden, habe mich mit verschiedenen Themen nach und nach beschäftigt, habe Ernährungsthemen ausprobiert, bin dann irgendwann auch durch die Geburt meiner Tochter damals so auf den Podcast-Trip so ein bisschen gekommen und habe da ganz viele Podcasts gehört, vor allem im Bereich Biohacking von Ben Greenfield habe ich da ganz viel gehört. Da habe ich eine Menge für mich rausgezogen. Das ist so ein Gesundheitsenthusiast, um es mal so zu sagen, aus Amerika. Und habe dann vieles davon versucht anzuwenden, auf mich zu übertragen. War aber nie der krasse Gadget-Biohacker, um es mal so zu sagen. Also ich habe nie die krassen Geräte gehabt oder so. Die konnte ich mir damals gar nicht leisten einfach. Habe das einfach versucht, auf einer sehr einfachen Ebene natürlich sozusagen zu machen. Also sprich, wie ist meine Atmung, wie kann ich mein Nervensystem durch meine Atmung steuern, wie kann ich durch Kälte, durch Eisbaden Entzündungen reduzieren, wie kann ich meine Ernährung verbessern, um Entzündungen zu reduzieren, wie kann ich meinen Schlaf verbessern, wie kann ich meine Gedanken besser steuern, positiver steuern, wie werde ich quasi nicht mehr so ein negativer, kranker Mensch, sondern wie werde ich gesund, positiv und lebensfroh? Und da gab es natürlich, was mich natürlich auch viele Leute immer fragen, vor allem mit dieser Krankheit, die ich damals hatte. Was waren so die Schlüsselspieler, damit du gesund geworden bist? Und das ist natürlich aus meiner Sicht nie, ich weiß es nicht, ja, also ich habe so ein paar Sachen, von denen ich überzeugt bin, dass die mir wirklich geholfen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, mach dies und das und du wirst auf jeden Fall gesund. So, das gibt es aus meiner Sicht nicht für jeden. Deswegen ist es auch ganz wichtig, einfach zu schauen, was hilft dir und was hilft dir nicht. Und jetzt zurück zu meiner Story.
Ich habe dann eben angefangen zu meditieren und kalt zu duschen, weil ich zum Beispiel über London Real, das ist ein sehr, sehr gutes Interviewformat, was ich nur empfehlen kann, auf Joe Dispenza gekommen bin. Dr. Joe Dispenza, das ist ein Neurowissenschaftler, und habe dann eben angefangen, mich mit Meditation auseinanderzusetzen, mit Placebo-Effekt, mit Bewusstsein und Materie, mit Quantenphysik, mit ja, all diesen Dingen beziehungsweise Themen. Und meine Morgenroutine war dann zum Beispiel ganz lange Zeit vor der Arbeit, damals dann im Büro gearbeitet, weil es ja auch mit der Toilette und mit der Belastung und dem Stress und so weiter im Körper nicht mehr anders ging als irgendwas Sitzendes, nicht Anstrengendes. Habe ich also früh zuerst die Wim Hof Atmung gemacht, dann war ich kalt duschen und dann habe ich danach meditiert und habe eben die ja, Morgenmeditation von Dr. Joe Dispenza angewandt, die ich übrigens sehr, sehr gut finde, egal ob du krank bist oder nicht. Schau die dir mal an. Genau wie die Abendmeditation mit der Einleitung zusammen, die findest du im Internet. Das sind quasi drei Audiodateien, einfach einmal die Erklärung zu beiden, dann die Morgen- und dann die Abendmeditation, und die sind wirklich richtig gut. Sind geführte Meditationen. Und habe dadurch eben ja, mir bewusst gemacht, den sogenannten Placebo-Effekt auszulösen. Also Dr. Joe Dispenza, wer ihn nicht kennt, hat zum Beispiel. Der war querschnittsgelähmt und ihm haben auch alle gesagt, du wirst nie wieder gesund, du kannst nie wieder gehen und so weiter. Und er hat dann quasi auch durch Meditation und durch verschiedene andere Sachen es geschafft, eben doch wieder gehen zu können. Und das hat mich halt damals fasziniert und habe dann einfach das angewendet und das hat mir sehr geholfen. Bin in den Tag reingestartet und war natürlich ein ganz anderer Mensch innerhalb von kürzester Zeit, weil meine Gedanken ganz anders waren, meine Aufmerksamkeit, mein Bewusstsein ist eine ganz andere Energie hatte. Ich habe mich mit anderen Emotionen verbunden. Ja, also ich habe mir da quasi in der Meditation selber vorgestellt, wie mein Körper, mein Darm sozusagen von innen heraus leuchtet und erstrahlt und sich heilt und so weiter, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der krank bin, der krank ist, sondern der Mensch, der gesund ist. Und das alleine hat mein Leben halt sehr, sehr krass beeinflusst. Und dann weiterhin mit dem kalten Duschen, mit dem Eisbaden nach der Wim Hof Methode, wo ich beim Kurs damals war, das hat mich auch sehr fasziniert. Und das habe ich dann natürlich versucht, in irgendeiner Art und Weise auch zu integrieren, regelmäßig, weil ich gemerkt habe, es hilft mir. Ja. Und war dann also regelmäßig im kalten Wasser schwimmen, baden, kalt duschen und so weiter. Das hat mir auch sehr gut geholfen, vor allem auch für die Meditation und für diesen einfach aus diesem Gedankenkreis rauszukommen, aus diesen negativen Gedanken, dieser Opferrolle, dieser kranken Identität. Und dann natürlich der Lebensstil, den grundsätzlich auch geändert. Also wie ich vorhin sagte, Ernährung, kleiner Cut, deswegen nicht wundern, weiter geht's. Habe meine Umgebung optimiert. Das heißt, ich habe geschaut, wie kann ich zu Hause in der Umgebung, wo ich mich aufhalte, sozusagen noch was für meine Gesundheit tun. Also wo habe ich ja, störende Faktoren oder gesundheitsschädliche Faktoren. Sei das ein Wasserkocher aus Plastik, sei das ständig WLAN anzuhaben, sei das immer nur an einem Tisch mit Stühlen zu sitzen. Einseitig zu sitzen, sei das eine bewegungsarme bzw. eine Umgebung zu haben, die mich nicht für Bewegung einlädt und stattdessen zu Konsum und Passivität anregt. Also habe ich da einen Fernseher stehen, was ich seit 10 Jahren nicht mehr habe, oder habe ich da jetzt vereinfacht gesagt eine Hantelbank stehen, die mich dazu einlädt, einfach mich zu bewegen, zu trainieren zum Beispiel. All diese Sachen und ja, dann. Haushaltsgeräte, alles gecheckt. Was kann ich hier austauschen? Was kann ich besser machen? Und genau, wie kann ich den Schlaf noch durch die Schlafumgebung verbessern? Solche Geschichten. Und lass mich mal kurz schauen. Ich habe mir ein bisschen Aufzeichnung gemacht. Dann natürlich die Familie selbst. Also mit der Geburt meiner Tochter war natürlich mein Leben komplett anders. Und ich wollte auch nicht mehr der Kranke sein. Ich wollte nicht oder will auch nach wie vor nicht der Vater sein, der quasi irgendwie passiv am Leben teilnimmt und irgendwie schwach ist oder kränklich ist, sondern eben der Vater sein, der was vom Leben sozusagen bekommt, was auch gibt, das Leben genießt, fit ist, wie es heutzutage heißt, sich gut ernährt, mit den Kindern spielen kann, in Bewegung bleibt, bei mentaler Gesundheit ist und so weiter. Also auch so eine Art Vorbild und natürlich kerngesund, weil ich ja nicht sozusagen dieses kranke Bild meiner Tochter zeigen wollte.
Und mit dem Kind allein kam natürlich eine ganz bedeutendere Motivation nochmal auch in mein Leben, meine Gesundheit in den Griff zu kriegen. Und ja, meine Frau hat mich dann auch natürlich unterstützt. Und nach wie vor war es ja für alle anderen sozusagen auch schwierig, das zu sehen. Das heißt, wenn wir bei Familienveranstaltungen waren, hat keiner gecheckt, warum sitze ich fünfmal auf dem Klo, wenn ich da bin. Ja, das checkt ja niemand, weil viele auch einfach nicht zuhören. Und das wurde dann alles Stück für Stück besser. Ich habe weniger Zeit auf Toilette verbracht, war stattdessen mehr in der Natur. Ja, zum Beispiel mit Frieda damals, meiner Tochter, in der Trage draußen auf dem Feldweg spaziert, Sonne abbekommen, ein Buch gelesen dabei. Spaziergang hatten wir ja auch schon, ja. Die Nasenatmung entdeckt, beziehungsweise Atmung generell, was das für ein Riesenfaktor ist. Mir nachts den Mund zugeklebt, damit ich nachts durch die Nase atme. Und natürlich dann auf dem Spielplatz andere Bewegungen gehabt. Ja, dann IDU-Portal entdeckt, auch in der Zeit damals. War völlig fasziniert, begeistert von dieser Philosophie dahinter, was ich heute immer noch bin, weswegen ich auch damals vor ein paar Tagen die Doku nochmal geteilt habe, weil die wirklich essentiell ist, wenn ihr euch mit Bewegung und Gesundheit auseinandersetzt. Schaut euch diese Doku an, schaut euch IDU-Portal an, das ist sehr faszinierend und es geht weitaus über Fitness, ja, hinaus sozusagen. Also Fitness ist nur ein kleiner Punkt in der Welt der Bewegung. Und ja, dadurch natürlich auch nochmal ganz viele positive Faktoren mitgenommen. War besser hydriert durch Bewegung, war besser gelaunt, hatte besseren Fokus, hatte mehr Lebensfreude, mir ging es insgesamt besser. Und das ist im Endeffekt so der Weg, wie ich da hingekommen bin, wo ich heute bin. Natürlich noch einige Weiterbildungen besucht, einige Zertifikate gemacht, viel rumexperimentiert, Podcasts und YouTube-Filme angeguckt. Mich ausgetauscht mit Menschen, habe jetzt ja selber den Podcast und so weiter. Es geht also immer weiter. Ich lerne immer dazu. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Das heißt, es kommen immer ständig neue Sachen, auch in mein Leben. Und dann beschäftige ich mich eine Zeit lang mit den Sachen und dann widme ich wieder mich was Neuem und gucke einfach, was kann ich davon integrieren in mein Leben und das Leben meiner Klienten und so weiter. Und auch in eures sozusagen. Was kann ich dann für euch teilen, was ich relevant finde, dass ihr eure Gesundheit verbessern könnt? Und ja, jetzt aktuell geht es mir so gut wie nie. Also ich habe vorhin gesagt, ich bin dankbar für die Krankheit, weil mir geht es besser als vorher. Ich ernähre mich sehr bewusst. Ich lebe aus meiner Sicht sehr bewusst. Ich versuche immer noch mal ein bisschen irgendwie zu reflektieren, ja, was ist in meinem Leben, was mich vielleicht noch beeinträchtigt. Und da natürlich der Aufruf an dich, verliere dich nicht im Perfektionismus, sondern wende das an, was du wirklich brauchst. Du brauchst nicht irgendwelche tausende Euro schweren Geräte zu Hause, die irgendwelche Hirnfrequenzen bei dir auslösen und so weiter. Du brauchst einfach nur ein halbwegs natürliches Leben, einen natürlichen Lebensstil und dann fixt sich eine Menge davon alleine. Und dann natürlich arbeite mit jemandem zusammen, der Ahnung hat von den Sachen, wo du Probleme hast. Also wenn du Probleme hast, dich regelmäßig zu bewegen, weil du nicht weißt, wo sollst du anfangen, wie kannst du deine Umgebung optimieren, was sollst du essen, wie erkennst du echte Lebensmittel? Wie kannst du Mahlzeiten planen? Wie kannst du das zusammensetzen? Und was gibt es dann noch alles zum Thema Bewegung und Ernährung? Und dafür kannst du natürlich mit mir zusammenarbeiten. Also wenn dich das interessiert, dann mach direkt ein Telefonat mit mir aus und wir schauen, wie wir da in irgendeiner Weise dich voranbringen können. Und ich stelle ja aktuell immer noch für mich persönliche Rekorde auf. Ich hatte vor ein paar Tagen habe einfach mal Kreuzheben nochmal probiert. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht tatsächlich, weil ich einfach andere Sachen mache. Und habe einen persönlichen Rekord aufgestellt. So. Und nur weil du älter wirst oder weil ich jetzt vielleicht 28 bin, heißt das nicht, dass ich jetzt nicht mehr so fit bin wie mit 25. Und bei mir ist es genau im Gegenteil. Also lasst euch nicht begrenzen von euren Gedanken, von irgendwelchen Zahlen wie eurem Alter. Und lasst euch gut gehen. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt zu meiner Hintergrundgeschichte, dann schreibt mir. Bis bald.